Ja, willkommen zurück, neue Aufnahmesession, The Long Dark. Schau mal, dass ich mich jetzt recht finde. Ich bin offensichtlich in der Kirche und wollte gerade abfackeln. Nein, natürlich nicht. Kann ich die irgendwie ablöschen? Nein, ich kann sie nicht schmeißen. Ja, ich mag mich erinnern, ich habe mich ja mit den Wölfen umeinander geschlagen. Und ich bin ja so blöd gewesen und habe es tatsächlich geschafft, die beiden Wölfe zu verscheuchen und sie mitten ins Dorf hier zu jagen. Ich hoffe mal, das kommt gut. Dann möchte ich jetzt aber echt das Blitzel da wegschmeißen. Ich hoffe mal, dass die wieder zurücklaufen, wo sie hergekommen sind. Weil, wenn ich jetzt noch die zwei Wölfe im Dorf drin habe, plus noch den einen, der ohnehin schon rumgelungert war, dann. Naja. Haben wir einen ziemlichen Bärendienst gemacht. Aber egal, jetzt sind wir zuerst mal die Kille durchblündern. Ich muss mich ja wieder ein bisschen aufwärmen, sehe ich da unten links, sieht ganz übel aus. Was haben wir für... Na, es geht auch schon auf die Abend zu. Das Feuer kann ich da machen. Das kann ich schon auseinander. Sehr viele Bücher da. Oh, das Bett. Also ich könnte da übernachten. Ich habe nur ein kleines Problem, ich habe nichts zu essen rein. Aber eine Mitteilung vom Priester. Okay, auch Kiel hat den Geist aufgegeben. Überrascht er nicht, irgendwie ist alles im Verfall. Verfall, verfallen. Ich muss. Halt, ich will es. Altrotz. Es kommt jetzt echt ein bisschen davon. Ich glaube, ich kann ganz schnell schauen, was da. Die bleibt mega lang. Wir haben ja ein Quest dahinter der Kiel, was dort im Versteck ist. Wenn es dort nämlich ein bisschen zu Futter hat, würde ich gerne hier in der Kirche nächtigen und dann am Weg weiter folgen hin zu dieser Brücke, weil dort war ja auch noch ein Quest gewesen. Und dann irgendwie schauen, dass ich einen alternativen Weg zurück heim finde. Was haben wir jetzt gerade? Es geht immer noch auf der Temperatur, obwohl ich draus bin. Wieso das? Jetzt geht es an. Aha, interessant. Wenn ich im Windschatten bin, geht es um die Temperatur. Möglicherweise ist das ein Effekt auf der Magnesiumfackel, was die man heizt. Also, hinter der Kille. Bleib noch hinter der Kille. Also, wenn die Karte stimmt, müsste es etwa die Richtung sein. Da hat es Hase und Hirsche. Gut, ich könnte theoretisch. Ich bin ja so ein absolut super Hassenjäger, haben wir schon festgestellt. Da ist etwas. Ja, das ist wahrscheinlich versteckt. Here it is. Plant fuel. Could be useful. Excellent. Oh, mega cool. Dann haben wir schon etwas zu futtern. Da kann ich mir auch die Blamage von einer neuen, außerordentlich nicht erfolgreichen Hassenjagd sparen. Und Hirsch, keine Ahnung, also ich glaube ein Hirsch mit einem Stein jagen, das ist nicht wahnsinnig schlau. Dann schauen wir mal schnell, was es sonst noch gibt, zum Beispiel die Autos, wenn ich vorbeigerannt bin. Was mache ich denn jetzt mit dieser Fackel? Oh, jetzt hat sie es auch reingepackt. Okay. Okay, vielleicht hat das zu speichern und neu laden, sind ja 12 resettet worden, aber... Sieht nicht so aus und vor allem es tönt... Doch, da drin ist er. Da drin ist definitiv ein Wolf bei der Brücke. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Das heisst, die kommen tatsächlich wieder zurück. Dann ist meine Dummheit ohne Konsequenz, zum Glück. Und ich kann eigentlich sogar behaupten, das war keine Dummheit, sondern ich habe das alles genau so geplant. Das sind zwei, ich sehe jetzt im Moment einen. Schon ein Stück am Auto. Weil ja eigentlich oben durchlaufen wird und das, ich denke mal, ist gar nicht so ein dummer Plan. Dann kann ich mir das Theater da sparen. Bis jetzt dann habe ich das alles gelaut, dann muss ich mal wegkommen. Okay, also ein Wolf kommt wieder zurück. Und der andere schaut mir dann zurück. Das sieht zum Gewicht aus. Ja. Das gleich noch laut. Ich könnte nach Möglichkeit das Feuer machen, die Nacht durch. Ah, es ist schon wieder rot von der Temperatur her. Jetzt aber schon wieder ein ziemliches Müllkonzert da. Mein Gott, man kennt sie, du tönst wie im laufenden Gemischtwarenhandel, echt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Tier nichts ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn ich überhaupt nachher keine Steine habe, wie gesagt. Und wenn, dann. Na ja, komm. Die, die da liegen. Oh, ich hasse sie! So, drei Steine. So, Hasenjagd Nummer 2. Yes, yes! Schnappen! Nein! Nimm ihn auf! Ey, was ist denn das für Steuerung? Ich bin 5 Stunden an dem Hass gestanden. Ich habe 20 Mal angeklickt und er nimmt ihn nicht auf. Das ist unglaublich. Probieren wir es nochmal. Also, schmeißen kann ich. Das habe ich zumindest bewiesen. Daumen, Zeigefinger ist eine gute Zielmethode. Toki. Was liegt denn da? Giertrinde. Oh, da ist irgendetwas Neues mit der Freigeschalter. Das müssen wir nachher noch da nicht warm gehen. Hey, ich wärme mich tatsächlich auf, das ist ja krass. Das ist, weil es nicht windet und ich mittlerweile so toll meine Kleider aufgerüstet habe. Der Stein wird echt nicht warm. So, Hassis, wo sind wir? Moment noch ein bisschen. Ja. Das klingt da wieder komisch. Und
es überhaupt nicht so viel Bordflachte Sonne eigentlich überhaupt nicht, oder? Ich freue mich sehr, wo sind die ganzen Hosen, oder? Hallo, Hasi. Ah, da. So, weiterer Versuch. Yes, da haben wir den. Oh, no, no, no. Oh, und tschüss. Der Wolf heult auch schon. Aber nicht der Wolf, das ist mein Hase. Ja, es wird langsam Nacht. Also ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück in die Kiel, mache es mir den bequem, nachdem ich dann noch schon durchgelutet habe. I think I can use this. Wow, wieder mal etwas gefunden in einem Auto. Unglaublich. Oh, der hat jetzt nochmal Fackeln. Wow, zwei Fackeln. Krass. Da kann ich wieder erfolgreich Wölfe scheuchen. Drei sogar. Mega. Nichts, wenn ich gerade zum Verstauchungsrisiko. Weil ich überladen bin. Jetzt gleich noch schnell schauen, es sieht so aus, als würde da noch etwas liegen. Das ist der Hackerbutt. Dann schaffe ich endlich mal mein Hackerbutt-Quest. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt. Ich muss noch einmal schauen. Scheiße. Also, ein Wolf ist dort unten. Aber sonst ist es nicht viel übrig. Also, oh, jetzt fertig da. Ab die Kille. Dann müssen wir das Hasi schlachten. Ich muss eigentlich gar kein Feuer machen, um mich aufwärmen. Das lange ja schon. Das lange ja schon von normaler Temperatur. Okay, Altholz. Gut, da sieht man mal, wie toll ich mich durchgelutet habe. Ich mal die Hälfte liegen. Also, ich habe ein Bett, ich habe ein Feuer. Jetzt nimmt zuerst mal. Der Haas. Da ist er. 2,5 Kilo Hase. Und ich will das Fleisch. Hucki, du hast nicht Leder, Darm. Ja, das brauche ich eigentlich nicht, oder? Es ist 18 Minuten, ich möchte halt einfach die Schrottdinger nicht kaputt machen. 45, ich habe wirklich. Es ist noch früh am. Früh am Abend. Jetzt fragt er vielleicht auch, du die Autos nimmst nicht das Messer, viel besser, aber es verliert natürlich jedes Mal an Zustand, wenn ich es benutze und ich habe keine Möglichkeit, das im Moment zu reparieren. Darum möchte ich das lieber aufbewahren. Den Geschmack, den gebe ich der Oma Kräutertee. Eine bessere Nachtruhe. Ich habe natürlich nichts mitgenommen zum Wasser kochen, oder? Weil ich bin wieder mal so super schlau gewesen und habe gefunden, ich bin immer bei Mami und ich brauche es nicht. Was ist denn das? Naja,
Aber wenigstens kann ich Feuer machen. Zunder Birke, das ist alles genau gleich sinnlos. Da nehmen wir ein Buch. Bücher sind immer super zum Feuer machen. Ich schmeiße da jetzt noch etwas rein. Fackel habe ich, glaube ich. Was bringt ein Buch? 20 Minuten. Ich glaube, eben Tannen und Zedros, das bringt sicher am meisten. Das kann ich, ich kann meine Fackel reinschmeißen. Oh ja, die ist eh fast kaputt. Ein paar Stöcke von denen habe ich. Nur die finde ich auch wieder schnell. 2 Stunden, das langt locker. So. Jetzt würde ich mega gerne Wasser machen, kann ich aber nicht, weil ich dort natürlich keinen. Und das ist auch nicht etwas, was ich machen kann. Ich habe keinen Kochtopf dabei und auch meine Dose nicht. Aber ich habe wenigstens. Was ist denn das? Tomaten? Ich habe Tomatensuppe gekocht. Wäre es interessant, gibt das nachher. Eine Dose, wenn ich das mache. Was machen wir zuerst den Hase? 18 Minuten. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Nimmt mich wirklich Wunder. Ist zwar totale Verschwendung. Aber es nimmt mich Wunder, ob ich nachher die Dose nutzen kann. 14 Minuten, ich kann sie nicht aufmachen. Ich muss Wasser finden. So, habe ich etwas zum Trinken? Ich habe. Kondensmilch sollte ich eigentlich. Also das geht ja sicher. Limo. Traubenlimo und. Ja gut, ich hätte eigentlich auch Wasser dabei, Löli. Oh, die ist ja schon ziemlich marschig, ich muss auch nehmen. Ah, die muss ich auch aufmachen. Das ist noch ein bisschen. Ist eigentlich noch kein Dosenöffner. Wenn ich sie so muss aufbeissen oder wie auch immer, dann verliere ich einen gewissen Inhalt. Ja, nein, gut. Also. 5 Minuten, 6 Minuten. Du scheinst gerade einen Sturm abzugehen. Schön haben wir es so kuschelig warm hier rein. Aufgeheizt bin ich auch schon. Einfach schnell warten, bis alles durchgeküchelt ist. Ganz gespannt auf die Suppe. So. Ich esse mal direkt. Okay, wenn sie kalt. Ah, und die Dose. Also, erst der Temperaturstieg, das scheint zu sein, weil ich etwas Warmes gegessen habe. Und. Dose. Ich habe ja eine dabei gehabt, mein Gott. Nein, das ist weil ich den Kondensmilch. Also ich muss nicht kochen, ich muss sie oft aufmachen. Ja, macht irgendwie Sinn. Dann tue ich nämlich noch ein bisschen Wasser kochen. Jetzt gönnen wir uns doch gerade einen Kräutertee. Den Hase packe ich mal ein. Weil ich am Moment wirklich mehr als genug Kalorien. Und dann können wir am Omi mal noch einen frischen Hase geben, dass wir die ausgewählten Zeug essen. Ich könnte theoretisch jetzt eigentlich sogar noch ein bisschen reparieren. Die ist kaputt, also lege die ab. Warum das um die im Inventar hat, ist mir ein Rätsel. Ich bin immer noch schwer unterwegs. Okay, ich habe noch ein paar Sachen aufgelesen. Ich glaube, Kappe ist das gewesen. Da habe ich 1,5, 1,5. Alles nicht und Hemdchen. 5.
Jetzt auch nicht, wieso kann ich denn da nicht anlegen? Also, wir können jetzt mal schnell reparieren. 100, 106, 106. Sieht eigentlich auch so wie gut aus. Der könnte. Der Ohrenwärmer. Der wird sich lohnen. Netzwerk habe ich dabei. Geht 25 Minuten. 19. Und ich glaube, das ist ja nicht gerade direkt verkocht oder versiedet. Also schaffe ich das noch. Optionen regulieren. Ja. Sehr schön. Wasser. Fertig. Dann merkte ich, dass zwischenzeit. Jetzt habe ich es getrunken. Zwischenzeit. Ein anderes Spiel gespielt. Ich drücke jetzt immer die falschen Knöpfe. Naja, super. Also, ich glaube, das habe ich jetzt gerade gesoffen. Ist aber auch gut. Zum Abschluss von dieser Folge. Wir haben schon wieder 20 Minuten gegeben. Das ist wahnsinnig, wie schnell es vergeht. Dann würde ich sagen, ich beende mal für heute und dann geht es morgen weiter. Ihr seid hoffentlich wieder bei dir dabei. Bis dann. Tschüss.